So, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, hier aufgerufen vom Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki. Es geht um den Glasfaserausbau. Bis 2030 soll Glasfaser eigentlich laut Bundesregierung überall verfügbar sein, wo Menschen leben und arbeiten. Glasfaserkabel gilt ja als das Nonplusultra für schnelles Internet. Viele Bürger warten allerdings noch auf das Glasfasernetz. Andere sind gleich doppelt versorgt und das ist das Problem. Hören wir dem ersten Redner zu. Hans-Jörg Durz ist das für die Union. Ein beschaulicher Ort am Rande des Naturparks Augsburg Westliche Wälder. Doch seit einigen Wochen geistert der Name bundesweit durch die Medien. In Berlin beschäftigen sich Podien mit Telekommunikationsexperten mit diesem Ort. Und Unternehmen schreiben sich Briefe zur Situation in Gablingen. Was war passiert? Die Antwort lautet Doppelausbau. Das Unternehmen, das den Ort bisher mit digitaler Infrastruktur versorgt hat, wollte in den nächsten Jahren kein Glasfaser verlegen. Dann kam ein Wettbewerber und hat angekündigt, den Ort kurzfristig mit Glasfaser zu versorgen. Daraufhin meldete sich das erste Unternehmen, den Ort jetzt doch mit Glasfaser zu versorgen, sodass schließlich beide ausbauen wollten. Nun hat Gablingen das Glück, mit Carina Ruf eine sehr, sehr engagierte Bürgermeisterin zu haben, die selbst nachdem sie all ihr Verhandlungsgeschick in die Waagschale geworfen hat, ja sogar einen Mediator eingeschaltet hat, es nicht erreichen konnte, dass die Unternehmen zusammenarbeiten. Die Unternehmen waren zu keinerlei Kooperation zu bewegen. Das Ergebnis ist folgendes. Das eine Unternehmen hat mittlerweile Glasfaser verlegt und die Straßen und Fußwege wieder geteert. Und jetzt baggert in Kürze höchstwahrscheinlich sogar das gleiche Tiefbauunternehmen, das gerade eben wieder geteert hat, die gleichen Fußwege und Straßen wieder auf und verlegt für das andere Unternehmen Glasfaser. Und meine Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich hier in Ihren Wahlkreisen umhören, dann werden Sie sogar von Fällen hören, bei denen es in ähnlicher Konstellation zu gar keinem Ausbau gekommen ist. Das kann niemand wollen und das zeigt, die Bundesregierung muss hier handeln. Ich glaube, wir sind uns alle einig, was das oberste Ziel der Breitbandpolitik in Deutschland sein muss. Wir brauchen Glasfaser in jedem Haushalt. Und dazu brauchen wir den freien Wettbewerb der Telekommunikationsunternehmen, denn nur dieser sorgt dafür, dass das Glasfaser derzeit so dynamisch im ganzen Land ausgebaut wird, etwa 90% des Ausbaus erfolgt eigenwirtschaftlich. Wir können froh sein, dass bis zu 50 Milliarden Euro privates Kapital zur Verfügung steht, um den Glasfaserausbau in Deutschland zu finanzieren. Diese Investitionen dürfen nicht gefährdet werden, und deshalb muss jeder Eingriff in den Wettbewerb auch mit Umsicht getätigt werden. Doch dieser Wettbewerb muss eben auch funktionieren, sodass möglichst schnell jeder Haushalt in Deutschland ans Glasfasernetz angeschlossen werden kann. Dieses Ziel wird immer schwerer zu erreichen, wenn knappe Ressourcen, wie zum Beispiel Tiefbaukapazitäten, nicht effizient eingesetzt werden. Deshalb braucht es eine Bundesregierung, die das Thema auch wirklich angeht. In der Praxis haben wir jedoch ein Land mit Überbau, aber eine Regierung ohne Überblick. In ihrer Gigabit-Strategie spielt die Ampel auf Zeit. Im ersten Quartal dieses Jahres wolle man beginnen, sich damit auseinanderzusetzen. Bis heute ist jedoch noch nicht viel passiert. Unsere Kleine Anfrage hat ergeben, dass eine Evaluation des Überbaus in Vorbereitung ist. Sie läuft also noch nicht einmal. Entweder nimmt die Bundesregierung das Problem nicht ernst oder sie weiß schlicht nicht, wie es angegangen werden soll. Wir haben in unserem Antrag hierzu Vorschläge vorgelegt und als konstruktive Opposition helfen wir auch gerne. Erstens, nutzen Sie die vorhandenen Werkzeuge. Im Wettbewerbsrecht und im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb finden sich Instrumente, die sich einsetzen ließen.
Zweitens, verschaffen Sie sich einen Überblick. Erfassen Sie, wo Überbau stattfindet und insbesondere, welche Fälle problematisch sind. Drittens, richten Sie eine Meldestelle ein für Fälle, in denen ein vermeintlicher Doppelausbau dazu führte, dass gar kein Glasfaser verlegt wurde. Denn das sind Daten, die sich in keinem Gigabit-Grundbuch finden lassen. Aber gleichzeitig sind es eben die Fälle, in denen Doppelausbau zum schlechtesten Ergebnis führt. Viertens, sorgen Sie dafür, dass der Zugang zum Kunden auch über die Netze von Konkurrenzunternehmen problemlos möglich ist. Mit Open Access wird ein Überbau immer unnötiger und der Kunde profitiert durch die Vielfalt des Angebots. Und fünftens, es muss und darf kein generelles Überbauverbot in Deutschland geben. Aber geben Sie den Kommunen ein Instrument in die Hand, mit dem sie einen möglichst effizienten Glasfaserausbau vor Ort sicherstellen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Bundesregierung die in diesem Antrag aufgezählten Punkte umsetzt, dann wird Gablingen bald nicht mehr in Verbindung mit einer Absurdität des deutschen Glasfaserausbaus genannt werden, sondern wieder als schöner, als beschaulicher Ort am Rande des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder und als ein Ort, der den Stein ins Rollen brachte für noch mehr Dynamik und mehr Effizienz im Glasfaserausbau Deutschlands. Vielen Dank. Hans-Jörg Durz hat ja angefangen mit einem Beispiel und von einer Gemeinde, so geht es einigen Gemeinden, denn sie sind verpflichtet, jedem Unternehmen die Türen zu öffnen, das bei ihnen Glasfaser ausbauen will. Das ist der sogenannte Überbau. Das heißt, Glasfaser wird in einem Gebiet verlegt, ein anderes Unternehmen kann eine weitere Leitung verlegen. Aus Gablingen raus und stelle doch fest, dass der Glasfaserausbau in unserem Land mit einer sehr hohen Ausbaudynamik voranschreitet. Die hohen Ziele, die wir uns gesteckt haben, sind einhaltbar. Wir werden bis 2030 alle stationären Anschlüsse mit Glasfaser erschlossen haben. Das ist eine gute Nachricht und ich bin auch dankbar, dass Sie das in Ihrem Antrag so erwähnt haben. Der Koalitionsvertrag, er bekennt sich ganz klar zum eigenwirtschaftlichen Ausbau. Ebenfalls bekennen wir uns aber zum Infrastrukturwettbewerb, um eben für Verbraucherinnen und Verbraucher das beste Angebot zu schaffen. Das Problem an dieser Stelle, und das haben Sie richtig erkannt, die meisten Adressen in Deutschland verfügen eben noch nicht über derartige Leitungen. Und deswegen ist ein Infrastrukturwettbewerb zwischen den Netzen an dieser Stelle noch verfrüht. Das oberste Ziel ist es, möglichst schnell möglichst viele Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. Und natürlich limitieren uns dabei Ausbaukapazitäten. Insofern nennt der Antrag an dieser Stelle natürlich das richtige Problem. Und ich würde Ihnen bei dieser Problemdefinition auch Recht geben. Nicht Recht geben kann ich Ihnen an dieser Stelle aber beim gewählten Lösungsansatz. Wir können doch nicht auf der einen Seite voll auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau setzen und dann wie auf der anderen Seite, wie in Ihrem Antrag gefordert, über eine TKG-Änderung die Kommunen in einem hochkomplexen Verfahren entscheiden lassen, wo Unternehmen denn nun ausbauen und überbauen dürften und wo nicht. Mit diesem Vorgehen, mit Ihrem Vorgehen, wären Klagen gegen die Kommunen jetzt schon vorprogrammiert. Ihr Vorschlag zielt ab auf ein exklusives Wegerecht nach TKG. Dieses ist mindestens wettbewerbsrechtlich fragwürdig. Ich halte es tatsächlich auch für unions- und verfassungsrechtlich bedenklich. Die gute Nachricht und jetzt zu unserem Lösungsansatz. Die Bundesregierung hat das Problem bereits adressiert. In der Gigabit-Strategie, Sie haben es angesprochen, für alle nachlesbar steht eine Analyse zum ersten Quartal in diesem Jahr aus. Ihre Forderung an dieser Stelle nach einer Analyse ist damit natürlich unterstützenswert, wird aber bereits erledigt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, um den Überbau zu vermeiden, geht es neben den klassischen wettbewerbsrechtlichen Fragen natürlich auch darum, das Thema Open Access konsequent anzugehen. Ihr Antrag adressiert das Thema Open Access an zwei Stellen. Mein Problem dabei, eine halte ich für bedenklich, die zweite für deutlich zu unkonkret. Sie schreiben,
Und ich zitiere sinngemäß, wir sollen die Bemühungen der Branche nach Open Access unterstützen. Tatsächlich hätte ich es an dieser Stelle auch nicht unkonkreter formulieren können, denn uns muss doch vollkommen klar sein, wenn ein taugliches Netz mit entsprechender Kapazität im Boden liegt, dann müssen das alle Wettbewerber verwenden, bevor wir dieses Netz überbauen. Der Wettbewerb muss also zunächst auf dem Netz stattfinden. Sie konkretisieren an dieser Stelle oder in Ihrem Antrag die Forderung nach Open Access, und dabei habe ich wirklich ein Problem. Sie fordern nämlich eine Rechtsverordnung nach Open Access. Eine solche Verordnungsermächtigung widerspricht nur geltendem EU-Recht. Nur die Bundesnetzagentur als unabhängige Regulierungsbehörde kann entscheiden. Und jetzt wissen wir bereits aus der Vergangenheit, dass Sie eine sehr eigene Definition zum Thema Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur an den Tag gelegt haben. Das Handelsblatt berichtet von Absprachen, von Druck auf die Bundesnetzagentur. Fakt ist, der EuGH hat uns mehrmals auf eine politische Unabhängigkeit hingewiesen. Und deshalb ist es an dieser Stelle noch mal wichtig zu betonen, diese Bundesregierung setzt neben dem eigenwirtschaftlichen Ausbau auch auf eine klare Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur. Neben dieser, und ich nenne es mal kleinen Ungenauigkeit, fordern Sie eine weitere Meldestelle für Uber, für Überbau. Wir haben aber bereits mit der Bundesnetzagentur und mit dem Kartellamt zwei Anlaufstellen. Lassen Sie uns doch lieber an dieser Stelle die Bundesnetzagentur stärken, bevor wir mit einer weiteren Stelle nur weitere Bürokratie schaffen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, was wir nicht brauchen, sind weitere Rechtsunsicherheiten. Was wir brauchen und was wir im Idealfall brauchen würden, wäre eine Absprache, ein Einvernehmen zwischen den einzelnen Unternehmen. Und deswegen bin ich an dieser Stelle der Bundesregierung dankbar, dass Sie mit einem runden Tisch alle Stakeholder versammeln werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Marktteilnehmer ein großes Interesse daran haben, dass Glasfaserausbau weder länger dauert noch mehr kostet. Deswegen halte ich dieses Gesprächsformat für sehr zielführend. Den vorliegenden Antrag lehnen wir aus den genannten Gründen ab. Das Thema ist tatsächlich zu wichtig, um es mit einem rechtsunsicheren Vorgehen zu gefährden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Johannes Schätzel hat das Stichwort genannt, Open Access. Also statt parallele Infrastrukturen aufzubauen, könnten Open Access-Modelle den Glasfaserausbau schneller und billiger machen. Das heißt, wer ein Netz baut, soll es auch anderen zur Verfügung stellen, diskriminierungsfrei und zu fairen Konditionen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Wir debattieren heute zum Antrag der Unionsfraktion Glasfaserüberbau einschränken. Es ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass Sie dieses Thema in Ihrem Antrag ansprechen. Wir sehen da aber noch Luft nach oben. Das möchte ich in meinen Ausführungen näher erläutern. Die Problematik des Glasfaserüberbaus ist nachvollziehbar. Im Grunde genommen bedeutet der Glasfaserüberbau eine Vergeudung von Ressourcen, weil Glasfaserleitungen doppelt verlegt werden. Es wird etwas verbaut, das ja eigentlich schon vorhanden ist. Ein so verstandener Überbau verstößt gegen den Grundsatz des Open Access, nachdem sich Unternehmen gegenseitig Zugang zu bestehenden physischen Leitungen geben sollen. Ja, letztendlich ist es nicht wirklich nachvollziehbar, wenn ein und dieselbe Straße mehrfach aufgebaggert wird. Im Fokus sollte doch der zügige Anschluss der privaten Haushalte an das entstehende Gigabitnetz stehen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch in meinem Wahlkreis ist das Thema präsent. Mehrere Bürger haben mich darauf angesprochen, warum denn im Rahmen des Gigabit-Ausbaus die Straßen in ihrer Gemeinde mehrmals aufgerissen wurden. Beschwerden über einen stattfindenden Überbau der Breitbandinfrastruktur gibt es also in der Tat. Sie richten sich gegen ein marktführendes Unternehmen. Von einigen Marktbeobachtern wird gar von einem strategischen Überbau durch eben jenes Unternehmen gesprochen. Werte Kollegen der Union, wenn Sie in Ihrem Antrag eine Wettbewerbsverzerrung im Glasfaserausbau beklagen, dann sollten Sie den Verantwortlichen für die missliche Situation auch benennen. Das Ziel der Gigabit-Strategie der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2030
alle Haushalte mit einem gigabitfähigen Glasfaseranschluss zu versehen. Dieses Ziel findet auch die AfD-Fraktion unterstützenswert. Wir sind jedoch der Ansicht, dass auch andere minimalinvasive Verlegetechniken zum Einsatz kommen sollten, wo natürlich nur, wenn es geografisch möglich und auch sinnvoll ist. Da gibt es zum Beispiel das Trenching. Darunter versteht man das Mitnutzen oberirdischer Leitungen. Werte Kollegen der Union, mich irritiert in Ihrem Antrag die folgende nicht ganz zu Ende gedachte und einseitig formulierte Argumentation. Es heißt sinngemäß, der Überbau sei ja nicht per se abzulehnen. Er könnte gar den Wettbewerb zwischen Anbietern beleben und in der Summe zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für die Verbraucher führen. Allerdings werden die gesellschaftlichen Kosten, etwa in Form von doppelten Erdarbeiten, Verkehrsbehinderungen und auch Lärm, nicht erwähnt. Kaum jemand würde doch auf die Idee kommen, ein zweites Abwasser- oder Stromnetz aufzusetzen, um den Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern zu forcieren. Deswegen sollte ein vitaler Wettbewerb nicht über die Infrastruktur, sondern über reizvolle Datenangebote für die Kunden stattfinden. In der vorliegenden Form ist der Antrag der Union kaum zustimmungsfähig. Alternative Lösungen wie etwa minimalinvasive Verlegetechniken abseits der hohen Renditen werden im Text nicht genannt. Positiv, Sie haben die Probleme der konfusen Lage beim Breitbandausbau in Deutschland zwar angedacht, aber nicht zu Ende gedacht. Deswegen werden wir dem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau sagt Angelika, Barbara Lenk von der AfD-Fraktion zu dem Antrag der Union, der hier Grundlage dieser Debatte ist, die in dem Antrag ja unter anderem fordert, die Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörden zu wahren, aber darauf hinzuwirken, dass eben solche Überbauvorhaben in Deutschland überprüft werden. Liebe Kolleginnen, vielen Dank zunächst an die Union für Ihren Antrag als Debattenbeitrag zum leidigen Thema Überbau. Ich möchte aber gleich zu Beginn, bevor zu viel Harmonie aufkommt, einen Punkt aus Ihrem Antrag strikt zurückweisen. Sie behaupten, wir hätten dem Überbauproblem nicht die angemessene Priorität eingeräumt. Das ist schlichtweg falsch. Schon in der Gigabit-Strategie hat die Bundesregierung das Thema adressiert. Was ist überhaupt problematisch am Überbau? Das Problem ist, fast 3/4 der Haushalte in Deutschland haben überhaupt noch gar keinen Glasfaseranschluss. Manche, wie in Gablingen, aber vor allen Dingen in den Ballungsgebieten und Großstädten, kriegen bald 2. Die Berichte häufen sich, dass vor allem, nicht nur, aber vor allem die Telekom auch dort Glasfaserleitungen verlegt, wo andere Unternehmen schon ausbauen oder ausgebaut haben. Das ist genauso überflüssig wie 2 Wasser- oder Stromleitungen ins Haus zu legen. Es ist im Gegenteil sogar gemeinwohlschädlich, denn dringend benötigte Tiefbaukapazitäten werden hier aufgewendet, um Zweitanschlüsse zu verlegen, während andernorts Wohnungen, Häuser, Gewerbegebiete oder Schulen noch gar nicht angeschlossen sind, noch kein schnelles Internet haben. Und hier werden Ressourcen mehrfach verbraucht. Das ist zudem klimaschädlich. Und wenn wir uns mit den Branchen und mit den Firmen unterhalten, wird immer wieder genannt als das Kriterium oder der Faktor, der den Ausbau verzögert, die mangelnden Tiefbaukapazitäten. Das ist der Flaschenhals beim Ausbau. Und das verzögert jetzt insbesondere den Ausbau in der Fläche und unterläuft die Ziele der Gigabit-Strategie der Bundesregierung. Denn unser Ziel ist es ja gerade, die weißen Flecken, also die Gegenden, in denen noch kein schnelles Internet verfügbar ist, schnell auszubauen, um einheitliche Standards im ganzen Land herzustellen. So. Was passiert stattdessen? Gerade in den Städten werden die Straßen ein weiteres Mal aufgerissen, zum Ärger der AnwohnerInnen, denn einen zusätzlichen Nutzen haben sie durch die neuen Glasfaser nicht. Doch damit nicht genug. In dem Maße, wie sich Berichte bezüglich Überbau haufen, hat das potenziell Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft der vor allem kleineren und regionalen Wettbewerbern. Überbau gefährdet die Umsätze und im Worst-Case-Szenario führt das dazu, dass manche Projekte zu risikoreich erscheinen und vielleicht ganz ausbleiben. Und das ist ein Riesenproblem und deswegen müssen wir dagegen vorgehen. Und wie können wir das machen? Was müssen wir tun? Die Union hat ja richtig festgestellt, erstmal das Überbau an sich erstmal nicht richtig und nicht hinreichend genau definiert ist. Es wäre ja gar kein Problem, wenn sich hier und da mal einzige Ausbaugebiete leicht am Rand überlappen. Das lässt sich netztopologisch auch gar nicht immer vermeiden. Aber das Problem ist eben, wenn es sich häuft über die Einzelfallberichte hinaus, wie etwa in Köln, dort hat die Telekom angekündigt, 100.000 Haushalte anzuschließen, in deren Häusern bereits Glasfaser liegt.
Der Branchenverband Buglas führt aktuell eine Erhebung durch. Es gibt erstmal nur Zwischenergebnisse, aber danach gibt es Berichte über Überbauaktivitäten aus 30% der Postleitregionen im abgefragten Bereich. Aber klar ist, wir brauchen hier verlässliche und genauere Informationen, und daran arbeitet ja das BMDV auch bereits. So, da uns diese Informationen aber fehlen, wechsle ich jetzt hier mal in den Konjunktiv. Im Falle signifikanter Überbauaktivitäten müssen wir alle möglichen Optionen in Betracht ziehen. Ich begrüße es daher auch ausdrücklich, dass der Vizepräsident der Bundesnetzagentur sich zu dem Thema sehr klar geäußert hat, nämlich in dem Sinne, dass gegebenenfalls Bundesnetzagentur und Kartellamt hier tätig werden, mit dem Zitat: Die Agentur hat Zähne. Danke, Herr Eschweiler, für diese klaren Worte. Zu den Optionen gehört dann auch, die gesetzgeberischen Möglichkeiten auszuloten, wobei ganz klar ist, Markteingriffe sind die Ultima Ratio und müssen im Fall der Fälle juristisch wasserfest sein. Aber bevor wir soweit sind, davor gibt es ja auch noch Zwischenschritte. Das BMDV hat ja bereits angekündigt, einen Workshop abzuhalten im nächsten Quartal mit beteiligten Stakeholdern, um das Thema Überbau anzugehen, einschließlich Definition, Erhebung und dem Erarbeiten weiterer Maßnahmen. Aber eins muss ich auch mal klar sagen, die einfachste Lösung liegt ja auf der Hand. Die Telekom unterlässt einfach den weiteren Überbau, dann müssten wir uns im Parlament und in den Ministerien nicht weiter mit der Problematik befassen. Und vor dem, genau, Frau Domscheit-Berg, da komme ich jetzt nämlich zu. Es ist ja immer noch so, dass der Bund mit über 30% den größten Anteil hält. Und da würde ich doch erwarten, das würde eigentlich jedes Unternehmen so machen, wenn große Anteilseigner deutlich Wünsche formuliert, dass man da auch drauf hört. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir ja heute über die Fraktionen hinweg uns hier einig sind und klar unseren Wunsch gegenüber der Telekom äußern. Aber was ich wahrnehme in der Öffentlichkeit ist, dass die Telekom eher versucht, wie der Schwanz mit dem Hund zu wedeln. Ja, so, ein anderer Ansatz wurde auch schon angesprochen, ist Open Access, also das Öffnen der Netze für die Angebote von Mitbewerbern, und für den geförderten Breitbandausbau gilt das ja auch schon, und es ist gut, dass im Gigabit-Forum der Bundesnetzagentur die Ansätze aus der Branche zum Open Access Standard unterstützt. So, wenn Sie sich jetzt aber fragen, warum machen wir dann Open Access nicht gleich für alle verpflichtend? Johannes Schätzler hat ja schon angesprochen, wir sind hier eben den EU-Vorgaben der Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur als Regulierer unterlegen und können hier eben nur innerhalb sehr enger Grenzen agieren. Aber ich kann hier ganz klar sagen, dass ich Open Access-Vorgaben wie auch Roaming-Vorgaben im Mobilfunkbereich für eine sehr gute Idee halte, um den Ausbau zu beschleunigen und ressourceneffizient und damit auch klimaschonend zu nutzen. Ich komme nochmal zum Schluss auf Ihren Antrag zurück. Der Antrag führt etliche Punkte auf, die wir im Koalitionsvertrag und in der Gigabit-Strategie aufgenommen hatten oder an denen Bundesnetzagentur und BMDV ohnehin schon arbeiten. Zuallererst brauchen wir eine bessere Datenlage, und dann können wir auch im Digitalausschuss das Thema weiter beraten. Und darauf freue ich mich, denn das ist hier heute klar geworden, dass wir uns alle dem Problem bewusst sind und gemeinsam an Lösungen arbeiten werden. Vielen Dank, Herr Kollege Ausendorf. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Anke Domscheit-Berg, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen! Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Versorgung mit Glasfaser in Deutschland weiter schlecht. Der Anteil Glasfaser an Breitbandanschlüssen ist in Spanien 10-mal so hoch wie in Deutschland. Und wir haben riesengroße Unterschiede im Land, nämlich zwischen ländlichen Räumen und Städten, zwischen Ost und West. Laut einem ganz aktuellen Bericht in der Zeit gibt es in Westdeutschland 75% mehr Gigabit-Anschlüsse als im Osten. Warum ist eigentlich Deutschland so hinterher? Das liegt natürlich zuerst an der jahrelang verfehlten Förderpolitik der Union. Aber jetzt gibt es auch neue Ausbaubremsen, nämlich fehlende Tiefbaukapazitäten und den Fachkräftemangel. Das einzig Sinnvolle bei knappen Ressourcen ist aber ein gemeinwohlorientierter Ausbau, und das heißt, da auszubauen, wo halt noch keine Glasfaser ist. Und auf diese Weise Teilhabe an der digitalen Gesellschaft überall zu ermöglichen, in Stadt und Land, aber auch in Ost und West. Leider reagiert nach der CSU jetzt die FDP, das zuständige Ministerium, und der freie Markt ist da nun mal wichtiger als das Gemeinwohl. Der freie Markt, der investiert knappe Tiefbau- und Fachkräftekapazitäten nicht da, wo sie am meisten gebraucht werden, sondern da, wo die größten Profite winken, selbst wenn dort, wie in Köln, Beispiel wurde schon genannt, längst ein kommunales Glasfasernetz liegt. Da, wo viele Menschen wohnen, da wird doppelt ausgebaut, während die Dörfer weiter offline bleiben.
Neuerdings droht der Überbau durch die Deutsche Telekom sogar da, wo einzelne Unternehmen im ländlichen Raum ausbauen, denn auch die Wettbewerbsverdrängung ist wichtiger, als da auszubauen, wo es sonst keiner macht. Das Schlimmste an der Sache, die Deutsche Telekom baut in solchen Fällen nicht mal alles das aus, was der verdrängte Wettbewerber ausbauen wollte, sondern pickt sich lukrative Ortskerne und lässt das Umland links liegen. So werden auch Investitionspläne kommunaler Akteure unwirtschaftlich gemacht, obwohl sie einen höheren Bürgernutzen hätten. Es ist ganz offensichtlich, Überbau maximiert Profite für Konzerne, aber minimiert Gemeinwohl. Das ist natürlich gut für die Aktionäre der Deutschen Telekom, dazu gehört auch Christian Lindner, ist aber schlecht für Brandenburg. Ein Ziel übrigens von Volker Wissings Gigabit-Strategie ist der ressourcensparende Breitbandausbau. Auch auf Nachfrage konnte er bis jetzt nicht erklären, was er damit eigentlich meint. Offensichtlich und leider, leider nicht die Verhinderung ressourcenverschwendender Doppelverlegung von Glasfaser, da wo schon ein Glasfasernetz durch Open Access mitnutzbar wäre. Ich teile den starken Marktfokus des CDU-Antrags nicht, aber er hat auch den einen oder anderen guten Vorschlag, zum Beispiel diese Meldestelle für Überbau in der Bundesnetzagentur einzurichten oder in der Tat mal zu prüfen, ob ein geändertes Wegerecht im TKG den Kommunen bis zum Erreichen des Gigabit-Ziels 2030 vielleicht ein lokales Überbauverbot ermöglichen könnte. Auf den Punkt gebracht, Herr Wissing, letzter Satz, Glasfaser doppelt zu verlegen und andernorts gar nicht, ist einfach irre. Das muss endlich aufhören. Ausbau vor Überbau. Vielen Dank. Wie sagt Anke Domscheit-Berg, für die Linke und der Überbau führt eben auch zu dem Problem, das verschiedentlich hier schon angesprochen wurde, auch von Anke Domscheit-Berg, dass Geld nicht mehr das Problem ist. Schlichtweg gibt es nicht genug Bautrupps und Bagger, die gleichmäßig in Deutschland verteilt sind und hier die entsprechenden Arbeiten ausführen können. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Glasfaserausbau in Deutschland hat im letzten Jahr extrem an Fahrt aufgenommen. Wir setzen dabei zum einen auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau und stärken zugleich den geförderten Ausbau. Tausende Kilometer Glasfaser wurden so verlegt und sorgen dafür, dass immer mehr deutsche Haushalte von Highspeed-Internet profitieren. Und das ist ein Erfolg der Ampelregierung. Die Ziele, die wir uns dabei setzen, sind ambitioniert und auch längst überfällig. Wir wollen bis Ende 2025 50% aller Haushalte mit Glasfaser versorgen und wir wollen bis 2030 jedes Haus mit Glasfaser versorgen. Und das erreichen wir mit der Gigabit-Strategie und ihren Instrumenten. Erst vor ein paar Tagen haben wir dafür beispielsweise die Potenzialanalyse veröffentlicht. Mit ihr schaffen wir mehr Transparenz und ermöglichen es den Kommunen, die Potenziale des eigenwirtschaftlichen Ausbaus zu nutzen. Zudem fokussieren wir mit der neuen Förderrichtlinie, die im April in Kraft tritt, Breitbandförderung auf besonders bedürftige Gebiete. Damit schaffen wir nicht nur schneller eine Breitbandversorgung, eine Glasfaserversorgung auf dem Land, sondern lassen auch dem schnelleren eigenwirtschaftlichen Ausbau den erforderlichen Raum. Und parallel dazu beschleunigen wir Genehmigungsverfahren und ermöglichen alternative Verlegetechniken. Wir setzen also an verschiedensten Stellen mit Instrumenten an, die ineinandergreifen. Damit verstetigen wir diese Geschwindigkeit nicht nur. Wir beschleunigen diesen Glasfaserausbau und wir schaffen das innerhalb der ersten 16 Monate, was die Union die letzten 16 Jahre nicht auf die Kette bekommen hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das zugrunde liegt, wie gesagt, die Gigabit-Strategie. Und diese Instrumente der Gigabit-Strategie, die wurden auch mit allen Beteiligten gestaltet, auch der Telekommunikationsbranche. Da bin ich an dieser Stelle auch ehrlich. Mich treiben die Berichte aus den Kommunen in Deutschland um, die darüber klagen, dass wir in besonders lukrativen Ausbaugebieten Überbau erleben. Und ich möchte dabei auch sehr deutlich sein, der Ärger ist berechtigt. Denn was wir bei dem Ausbau der digitalen Infrastruktur derzeit eben gerade nicht haben, beziehungsweise nicht ausreichend haben, das sind Baukapazitäten. Diese knappen Baukapazitäten, die müssen dafür eingesetzt werden, Neubau zu generieren und eben nicht in den Überbau gesteckt werden. An der Stelle möchte ich aber auch ganz
deutlich sagen, Infrastrukturwettbewerb hat auch seine Vorteile. Denn ein gesunder Infrastrukturwettbewerb, der kann Dynamik des Glasfaserausbaus noch weiter beschleunigen, was sich auf Preis und auch auf Auswahl auswirkt. Das erkennen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, richtigerweise auch in Ihrem Antrag an. Sie kritisieren in Ihrem Antrag auch zudem, dass der Glasfaserausbau nicht ausreichend erfasst ist. Richtig, denn gute Politik benötigt eine solide Datengrundlage. Eine Datengrundlage, und so ehrlich muss man aber auch an der Stelle sein, die Vorgängerregierung nicht auf die Kette bekommen hat. Das BMDV, das holt das jetzt nach. Es identifiziert die verschiedenen Formen des Überbaus, erhebt Überbauaktivitäten in Deutschland empirisch und wird dann auf Basis dieser gesicherten Ergebnisse, falls notwendig, entsprechende Maßnahmen ergreifen, wieder eines der eingangs erwähnten beschriebenen Zahnräder. Was Sie jetzt machen, liebe Union, und ich kann das bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, weil es relativ einfach auch ist, nach außen zu posaunen. Sie wollen mit Ihrem Antrag Kommunen die Möglichkeit geben, den privatwirtschaftlichen Überbau zu untersagen. Das ist der Vorteil der Opposition, das haben die Kollegen auch schon angesprochen. Scheinlösungen, die können noch so europarechts- und verfassungsrechtlich bedenklich sein. Man kann sie natürlich trotzdem in einen solchen Antrag reinschreiben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang zudem auch erinnern, weil auch das in Ihrem Antrag steht, dass die Bundesnetzagentur in Deutschland die Zugangsregulierung übernimmt. Und sie ist dabei eine unabhängige Behörde. Eine politische Einflussnahme auf die Bundesnetzagentur, die ist untersagt. Und das sollten Sie eigentlich auch wissen. Da sollten Sie Erfahrungen gemacht haben, denn ich gehe nicht davon aus, dass Andi Scheuer an diesem Antrag mitgearbeitet hat. Konzentrieren wir uns also auf wettbewerbsfördernde und konforme Lösungen, auf diese Zahnräder im Uhrwerk-Gigabit-Strategie. Und hier ist einer der effektiven Maßnahmen Open Access, die bereits heute auch in den Gigabit-Foren mehr und mehr etabliert werden. Es muss aber auch klar sein, und das ist auch eine Botschaft, ganz bestimmte Teile der Branche zu verstehen, der wettbewerbsrechtliche Rahmen von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt gilt. Hier poche ich auf eine konsequente Anwendung, und ich bin davon überzeugt, dass das BMDV die richtigen Schlüsse aus der Evaluierung der Überbauproblematik ziehen wird und bin gespannt auf die Ergebnisse. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Es ist wirklich faszinierend, von hier oben zu sehen, mit welchem unglaublichen Interesse, welche Hingabe die FDP-Fraktion dem Redner der eigenen Fraktion gerade zugehört hat. Also, ich will das ja nur lobend erwähnen, Herr Kollege Kuhle. Also, das steht mir zu, Frau Kollegin, das zu kommentieren. Aber es steht Ihnen nicht zu, mich zu kommentieren. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Markus Reichel, CDU-CSU-Fraktion. Und da gab es einen kleinen Disput mit der eigenen Fraktion vom Bundestagsvize. Das lassen wir erstmal so stehen. Markus Reichel ist am Rednerpult, dem gilt das Interesse für die CDU-CSU, spricht er. Ich habe aber auch meinem lieben Kollegen Herrn Außendorf sehr aufmerksam zugehört. Und ich muss jetzt mal sagen, Sie verstehen sich doch auch als selbstbewusste Parlamentarier. Und es erstaunt mich schon, dass Sie jetzt hier sagen, alles gelöst, wir haben es doch in die Gigabit-Strategie hineingeschrieben. Was Sie machen müssen, ist die Umsetzungsdaten einprüfen. Für die ganze Evaluierung hier ist Q1, erstes Quartal, vorgesehen. So, und wir haben kein Ergebnis. Und das ist das Problem. Also deswegen seien Sie da etwas ehrlicher und kontrollieren Sie auch Ihre Regierung. Ich möchte ein spiegelbildliches Beispiel zu Gablingen bringen, die Gemeinde Melsungen. Im Übrigen, wir haben alle Post aus Melsungen bekommen. Der Herr Heinemann hat uns hier angeschrieben, Ortsvorsteher im Ortsteil Günsterode. Er hat uns geschrieben, dass er einen Anbieter hatte, der sagte, wir bauen die gesamte Gemeinde aus. So, und dann kam ein zweiter Anbieter und hat gesagt, wir bauen dann auch aus, und zwar die Kernstadt. Und ja, was war das Ergebnis? Der erste Anbieter sagte, also überbauen, dann lohnt sich das für uns nicht mehr. Wir ziehen uns komplett zurück. Und das Ergebnis ist, dass der Ortsteil Günsterode jetzt komplett abgeschaltet ist, de facto von Internet, also von einem sinnvollen Internetanschluss. Der verzweifelte Ortsvorsteher sah keine andere Möglichkeit, als uns alle und das BMDV, von dem er im Übrigen keine Antwort bekam, anzuschreiben. Und das Interessante im Übrigen mal ist, die Potenzialanalyse des BMDV hat für dieses gesamte Melsungen einen 98-prozentigen eigenwirtschaftliche Ausbaurate angegeben, zu der es aber jetzt nicht kommt. Und das zeigt uns doch,
Erstens, die Drohung mit Überbau ist ein reales Problem wie das Überbauproblem insgesamt. Und die Potenzialanalyse des BMDV ist vielleicht theoretisch interessant, aber für die Lösung von realen Problemen taugt sie ehrlich gesagt vor Ort überhaupt gar nichts. Und aus diesem Grund führen wir auch heute die Debatte. Worum geht's? Natürlich, Überbau ist per se nicht schlecht. Und solange Open Access, und da sind wir uns ja auch einig, bislang nicht funktioniert, ist er sogar Teil eines lebendigen Wettbewerbs. Aber zur Bremsung des Ausbaus darf es eben nicht führen. Ohne Zweifel gibt es den unerwünschten Überbau, und das führt dazu, dass der Ausbau langsamer wird, dass die Kosten für die öffentliche Hand steigen. In dem Günsterode, von dem ich spreche, wird am Ende die hessische Regierung die mit staatlichen Geldern das fördern müssen, dass der Ortsteil dann am Ende doch ausgebaut wird. Und das bedeutet, wir haben hier doch Verdachtsmomente für Marktversagen. Hier setzt unser Antrag an, indem wir sagen, erstmal klar definieren, was die verschiedenen Formen von Überbau sind, systematisch die Beispiele für den unerwünschten Überbau zusammenstellen, evaluieren, aussuchen und dann nach einem Weg suchen, sodass die Kommunen Druck machen. Und da, lieber Kollege Schätzel, Sie können ja gerne bessere Vorschläge machen, wie man es machen soll. Aber es geht darum, den Kommunen ganz konkret Hilfe zu geben. Sie haben nur gesagt, wir bilden einen Stuhlkreis, in dem das besprochen werden soll. Unter Einbindung der Bundesnetzagentur. Also, meine Damen und Herren, was wir hier sagen wollen ist, wir haben, glaube ich, eine gemeinsame Einigkeit, dass es um ein relevantes Problem geht. Nur in der Umsetzung, in der Lösungsvorbereitung ist das zu langsam. Das hilft den Günsterodes unserer Republik halt am Ende gar nicht. Wir wollen hier mehr Schwung in der Sache entsprechend erreichen. Das wird am Ende die Ressourcen unseres Landes schonen. Das wird auch die Ressourcen unserer öffentlichen Kassen schonen. Und das ist ja, denke ich, da schaue ich jetzt mal in die Richtung FDP, da legen Sie ja sehr Wert darauf, ausgesprochen wichtig. Also insofern herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf die weiteren Gespräche dazu. Danke. Vielen Dank. Wird es mit Sicherheit geben. Letzter Redner jetzt in dieser Debatte, Jens Zimmermann, der digitalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ist es auch besser, dass wir die Debatte jetzt zum Schluss bringen, weil sie lässt mich bisher ein wenig ratlos zurück. Und das liegt daran, dass wir uns, glaube ich, bei der Problemdefinition es hier überhaupt keinen Dissens im Großen Haus gibt. Allerdings lässt uns der Antrag der Union dann doch ein bisschen ratlos zurück, denn wir haben den Grundsatz, dass der Glasfaserausbau in Deutschland grundsätzlich erstmal durch den Markt stattfindet. Das ist eine Entscheidung, die ist vor langer Zeit getroffen worden. Ich würde sie heute nicht mehr so treffen, aber wir fangen hier ja nicht an, auf einem weißen Blatt Papier zu planen, und deswegen müssen wir damit umgehen. Kein Markt ist perfekt, und deswegen gibt es hier auch Regeln. Deswegen machen wir an den Stellen, wo es notwendig ist, auch einen geförderten Ausbau, soweit so klar. Unser Ziel ist es, und das teilen wir alle hier im Großen Haus, wir brauchen in Deutschland ein flächendeckendes Glasfasernetz, und zwar überall. Das Problem, und das haben Sie ja zu Recht angesprochen, ist dann, wenn am gleichen Ort mehrere Wettbewerber so ein Netz bauen wollen, beziehungsweise einer hat schon gebaut und der nächste kommt und baut oben drüber. Wenn dann gleichzeitig an anderen Stellen immer noch weiße Flecken sind, wo es überhaupt kein Glasfasernetz gibt, dann ist das definitiv nicht sinnvoll. Aber, ja, da kann man ruhig klatschen, das stimmt. Und es ist ja auch, wir haben ja alle die gleichen Hinweise aus der Branche bekommen, und wir nehmen sie ernst. Und hier schießt aber der Antrag der Union aus meiner Sicht meilenweit übers Ziel hinaus. Denn was Sie in Ihrem Antrag de facto fordern, ist, dass jede Bürgermeisterin und jeder Bürgermeister im Land für 7 Jahre de facto jeden weiteren Ausbau stoppen kann. Und das ist natürlich nicht möglich. Das können wir nicht machen. Ich habe zwar großes Vertrauen in unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber wenn die sagen können, hier hat jetzt einer ausgebaut und für die nächsten 7 Jahre bis 2030 steht in
in Ihrem Antrag, darf hier niemand anderes ausbauen, dann muss ich sagen, für was haben wir denn eine Bundesnetzagentur, für was haben wir Wettbewerbsbehörden, wenn das am Ende jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin entscheiden kann. Das halte ich wirklich meilenweit übers Ziel hinausgeschossen. Und man muss ja auch mal eins sagen, bei uns haben diese Woche die Telefone nicht stillgestanden, weil die ganze Branche, all diejenigen, die diese Diskussion auf den Weg gebracht haben, haben bei uns bei der Ampel angerufen und haben gesagt, ihr werdet doch nicht bitte diesen Antrag der Union unterstützen wollen, weil die sagen, wir wollen keine solche gesetzliche Regelung, wie Sie es vorschlagen. Deswegen sage ich, Intention ist gut, aber die Umsetzung meilenweit übers Ziel hinausgeschossen. Denn am Ende des Tages kreieren Sie ja mit Ihrem Vorschlag eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Wir haben, und das steht in Ihrem Antrag ja auch drin, also Sie sagen die ganze Zeit Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb und gleichzeitig sagen Sie aber um Gottes Willen, da sind zwei Unternehmen, die wollen beide ausbauen, da muss sofort eingegriffen werden, es muss gestoppt werden. Also da müssen Sie sich am Ende auch mal entscheiden, jetzt Wettbewerb oder Planwirtschaft, aber das, was Sie vorschlagen, ist das Schlechteste aus beiden Welten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sind die Vorschläge, die auch in Ihrem Antrag mit drin sind, sind vollkommen richtig. Wir brauchen einen ganz klaren Überblick darüber, wo findet das statt, wo findet dieser Überbau statt. Aber wir müssen ja auch noch mal eins feststellen. Ich finde, es kann nicht sein, dass zum Beispiel in Großstädten wie hier in Berlin am Ende nur ein Wettbewerber ein Glasfasernetz bauen darf. Das wäre aber von Ihrem Antrag ja am Ende auch erfasst. Das ist ganz normaler Wettbewerb, wenn zwei, drei oder vier Anbieter in einer Großstadt ausbauen. Das kann ja wohl nicht gemeint sein. Und deswegen müssen wir vor allem das Thema des sogenannten strategischen Überbaus ins Auge nehmen. Also dann, wenn ein Wettbewerber irgendwo hinkommt und sagt, ich baue jetzt hier an, wir gewinnen das Spiel damit zwar nicht, aber ich trete dem Gegner wenigstens den Platz kaputt. Das ist ja das, was passiert. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch noch mal an einen sehr großen Wettbewerber auf diesem Markt eine klare Botschaft senden. Wir werden uns das mit den Ergebnissen des BMDVs sehr genau anschauen. Und wenn dabei herauskommt, dass es diesen strategischen Überbau gibt, der betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht, sondern der nur dazu da ist, den Wettbewerb einzuschränken, dann muss entsprechend dagegen vorgegangen werden. Und das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur sind dazu die richtigen Behörden. Und die werden wir bei dieser Arbeit dann auch unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Jens Zimmermann hier mit dem letzten Wort in dieser Aussprache, der Sprecher für Digitalpolitik der SPD-Fraktion. Ja, er hat es auch noch mal gesagt, ja, das Problem ist erkannt und auch bei allen, da ist man sich ja einig. Allerdings der Lösungsweg, den hier die Union vorschlägt, das hat er ja noch mal begründet, dem kann zumindest seine Fraktion hier nicht folgen. Aber der Antrag der Union, das war auch erst die erste Beratung, der geht jetzt weitergehend in die Ausschüsse, feststeht. Es ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt, ein Kraftakt, der hier geleistet wird. Bis 2030 soll Glasfaser laut Bundesregierung überall verfügbar sein, wo Menschen in Deutschland leben und arbeiten. Lange war der Glasfaserausbau, kam der nur schleppend voran. Jetzt wird es zügiger, aber so kommt es eben zu den hier angesprochenen Problemen des Überbaus, die hier thematisiert worden sind in der Debatte.